Fuck, und da soll ich jetzt rein. Da soll ich jetzt rein. Dein Ernst, Spiel. Dein Ernst. Und wohin bringt mich das hier jetzt? Nicht dahin, wo ich will. Wie komme ich da rein jetzt? Ach stimmt, bin ich hier? Da oben, perfekt. Okay, dann gehen wir mal hier drauf. So. Und wir sollen jetzt wirklich in die... abgestoßenen Testgebiete rein. Und, dahin gehen. Oh mein Gott. Und der sagt mir noch, dass ich nicht rein soll, aber wir können irgendwo anders hin. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich kann gar nicht beschreiben, was hier wahrscheinlich für harte Mistsachen auf uns zukommen werden. So, ein Schalter. Dann zieh ich mal am Hebel. Okay. Was ist nun los? Was ist das da oben? Was wird da angezeigt? Gehen wir mal da hoch. Hier ist etwas. Ah, okay. Ich muss hier also ein Portal reinsetzen, würde ich mal sagen. Und da hinten. Mach mal das. Oh. Das war ultra intelligent. So. Da haben wir eins, da haben wir eins. Und jetzt geht diese Tür auch noch auf. Es geht ab in die verbotenen, abgestoßenen Testumgebungen. Das wird heftig. Richtig, richtig heftig. Glaube ich. Da müssen wir jetzt rein. Oh mein Gott. Ein Stuhl! Tür öffnen! Danger, keep out. Admittance to authorized. Oh, 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 neuer Ladebildschirm. Das hat doch mal was. Nicht mehr Aperture Laboratories und so. Anstatt, dass der uns einfach rausgelassen hätte, der Wheatley. Boah. Danger. Ja, das illustriert wohl, dass das Säure sein soll. Uff. Aber noch ist es ja keine Testumgebung. Was ist denn da los? Flatsch. Es fällt da alles runter. Was zur Hölle? Wo sind wir hier? Gehen wir mal hier weiter. Kann ich da irgendwie hoch? Auf Stein können wir natürlich auch keine Portale platzieren. Genau. Da können wir rennen, glaube ich. Da können wir, glaube ich, rennen. Renn da! Ja, perfekt. Okay. Okay. Was machen wir jetzt hier drin? Am Hebel ziehen. Ja, stimmt. Gute Idee. Geh auf. Sie gehört der Wissenschaft. So, so.
Da müssen wir irgendwie rein. Dafür müssen wir irgendwo hinspringen. Ich versuche mal, hier einen Sprung reinzumachen. Okay, das war äußerst unklug. Aber da ist extra das Ding rausgeflogen. Ich glaube, wir sollen da auch noch reinfliegen. Also probieren wir das mal. Und da machen wir ein blaues hin. Und jetzt tippen wir mal hier drauf. Sag ich's doch. Enter. Da geh mal rein. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Blaue Linie? Die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Cave Johnson. Der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Das spielt also gar nicht in der Zukunft. 1950 und so weiter. Wir haben wohl ordentlich viele Preise gewonnen. Das ist unser Cave Johnson, dieser Geschäftsführer von Aperture Science. Da vorne war auch ein Schild von wegen Testsubjekt. Willkommen. Da haben wir uns wohl mal früher gemeldet. Und jetzt müssen wir hier auf jeden Fall raus. Aschenbecher. Wow. Wait for attendant to begin lift. Ja. Geht doch. Ja, stimmt. Ich muss auf den Pfeil nach oben drücken. Dann komme ich nach oben. Nach oben. Komm schon. Komm schon. Wow. Einfach nur wow. Dieses... So viele Story-Wendungen. Das ist... abartig. Das Spiel ist einfach nice. Nice. Dahin können wir. Und ich will zu dem blauen Gelflow. Blaues Gel ist toll. Gehen wir aber mal hier hinter. Okay. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag dann mit. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grund. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Okay. Wie komme ich jetzt da runter? Ich bin hier oben. Wie kommen wir hier rein? Gibt es hier irgendwo eine weiße Fläche? Ich vergrößere mal die Sicht. Da ist nichts. Da drin ist ebenfalls nichts. Da drin ist auch nichts. Ist hier unten irgendetwas? Nein, da ist ebenfalls nichts. Kann ich mich irgendwo anders hin teleportieren? Ah, da muss ich mich drüber springen lassen. So, so. Und jetzt, bin ich da irgendwie nach unten, um mich dann teleportieren? Ich glaube nicht. Aber ich kann da mal drauf gehen. Wenn ich da ordentlich weit fliege, dann, komme ich da rein. Das ist schon mal in Ordnung. Gut. Das heißt, ich lasse hier oben das Portal, gehe wieder zurück. Und von hier kann ich da nach unten. Da oben drauf ist das Blaue. Ja, okay. Kann ich da das Orangene draufsetzen? Hier nicht. Irgendwo anders. Wo kann ich das andere Portal hinsetzen, wenn ich runterhüpfe? Hier hin irgendwo? Wo kann man denn da runterspringen, dass man zum Portale setzen kann? Weil da springe ich da drauf, da bin ich mir relativ sicher. Allerdings muss ich hier irgendwo runterhüpfen.
Ich versuch mal was. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Hier hinuntergehe. Perfekt. Geronimo! Geht doch. Perfekt. So. Pump Station Alpha. Know your allergens. Pollen, Plastics, Antimatter. Antimaterie als Allergie. Was zur Hölle? Und Tierfell. Know your chemical hazards. Do not inhale fumes. No matter how good they smell. Ja, mir ist klar, dass ich keine Gase einatmen sollte. Und dass ich nichts Unbekanntes anfassen sollte, ist mir auch klar. Pump Station Alpha. Ja, kontrollieren wir mal. Jetzt passiert irgendwas. Jetzt bekommen wir blaues Gel oder so. Das habe ich in Trailern gesehen schon. Wo können wir jetzt lang? Da hoch. Gut. Mal schauen. Können wir hier rein? Nö. Ich würde mal sagen, wir gehen lieber da oben drauf, oder? Wie auch immer. Wo können wir noch ein Portal setzen? Hier. Ja, perfekt. Das heißt, es hat nicht viel gebracht. Ich muss hier oben mal das hinsetzen. Dann schauen wir mal, wo ich hier hinkomme. Ja, dann machen wir hier das Blaue hin. Und da das Orangene. Hüpf. Jetzt sind wir hier oben. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Oder können wir nicht durch. Wir kommen aber hier durch. Gelflow. Ah. Jetzt kommen wir da drauf. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Albert Schall. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. So, Cave Johnson. Wegen dir bin ich hier überhaupt eingesperrt, ey. Und du sagst, ihr braucht niemanden, der euch das Händchen hält. Ihr wurdet alle mit Neurotoxin vergiftet von GLaDOS. Mann. Wo kommen wir jetzt hin? Ich will jemanden haben, der mit mir labert. You are here. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Oh Mann. Alter. Das ist so krank, was die hier gemacht haben. Remember. Aperture Science Portable Quantum Tunneling Device. If you have not received one, please find a test associate before participating in any Shaft 09 Enrichment Activities. Ja, wir sollen zuerst so ein Portalteil. Und der Mann hatte damals noch so ein riesiges Ding, anstatt so einer kleinen Kanone wie ich hier, haben, bevor wir da rein können. Die hier sind wohl nicht ohne Grund die Ausgestoßenen. Repulsion Gel. Was Aperture's first attempt to create a dietic pudding substitute? Der erste Versuch, ein puddingartiges Gemisch zu erzeugen. Ich glaube, dass... ich springe einfach mal drauf. Cool! Trampolin! Kann ich da ein Portal machen? Kontroll halten, um springen zu vermeiden. Kontroll ist auch ducken. Eine Sekunde, ich tue das schnell, wenn ich das, Tastaturbelegung ändern. Ducken soll C sein, bitte. C. Genau. Danke. So. Bisher hatte ich das ja noch nicht gebraucht. Das heißt, wenn ich hier hüpfe, kann ich hier drum dobsen. Und wenn ich C gedrückt halte zum Ducken, dann ducke ich mich einfach. Okay, perfekt. Gehen wir mal hier hoch. Da haben wir ein Portal. Da haben wir ein Portal. Gehen wir hier hoch. Und jetzt muss ich wahrscheinlich... Alte Schalter. Wow. Das ganze alte Zeugs. Und die alten Türen. Auch mit Gewichten. Was zur Hölle? Aber wie kriege ich hier was draufgestellt?
Da oben ist so ein Loch, da muss ich einen Schalter betätigen. Aber ich versuche mal was. Boing. Boing. Okay. Und jetzt kommt hier der Würfel raus, der auch durch die Gegend boingt.